Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Ihr habt es im Titel gelesen, was wir heute machen. Es ist kein klassisches Sims-Video von mir. Und ihr habt wahrscheinlich auch den Titel gelesen und dachtet ihr euch, what the fuck, Profi-Sims-Spieler, wie viel hat der schon wieder gesoffen? Freunde, ich muss euch sagen, noch gar nichts, aber vielleicht kommt die Tage mal wieder ein Video, denn ich kriege Besuch von meinem besten Freund und wir haben gesagt, hey, wir müssen unbedingt ein Video zusammen machen und ihr wisst alle, was das für ein Video sein wird. Ich sag nichts, ich würde sagen, wir starten, denn heute reagiert nicht mal der Unge auf irgendwas, sondern heute reagiere ich, Freunde, ich reagiere heute auf den Unge, wie er Sims spielt und ich bin sehr gespannt, denn ich habe einen Ausschnitt gesehen und dachte mir so, Unge, what the fuck, was hast du da getan? Und für alle, ich persönlich, ich liebe den Unge, ich schaue fast jeden Livestream, wenn ich es zeitlich schaffe und ich bin sehr im Game und ich kenne ihn auch schon so lange, ich verfolge ihn schon so lange auf YouTube, noch ganz damals, seitdem der, glaube ich, 100k oder so. Ich bin richtig im Game, Freunde, und deshalb kein Hate, falls irgendjemand was falsch auffasst, alles gut, ich liebe ihn. Kuss. Ich würde sagen, let's go. Wir starten mal mit dem Video. Bester Sims-Spieler EU-West heißt das Video, meine Freunde. Da bin ich ja schon mal gespannt. Das kann ja gar nicht sein, denn das bin auch ich, hey, auf jeden Fall. Und willkommen zu diesem Video. Das ist ein Best-of aus einem Livestream. Das Ganze ist in einem Livestream entstanden. Und ich bin sehr gespannt, ich wünsche viel Spaß. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. An die Uni. Und an die Uni, ja. Ist ein verrücktes Pack. Leute, das letzte Mal, als ich Sims 4 gespielt habe, Unge, ich habe es sogar verfolgt. Ist gerade frisch rausgekommen ist. Da habe ich YouTube damals verfolgt, wo er damals mit das gespielt hat. Life is Melina und ganz vielen Leuten. Kannst du da jemand noch dran erinnern? Das war ich kann mich noch dran erinnern. Hallo. Ich feier das Spiel. So, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, Simon, was du jetzt willkommen machst. Willkommen bei die Sims 4. Ja, alles gut. Ja. Simon, du hast deine Musik ganz schön laut. Kurze Info. Ich habe nur das Grundspiel und als Erweiterung habe ich die Sims 4 an die Uni. Wenn es jetzt geil ist und wenn wir richtig Bock haben und es uns Spaß macht. War da nicht gerade noch willkommen bei Gaumfreund? Simon, dann hast du das andere aber auch. Würde ich mir egal, auf ich jeden bin Fall sehr gespannt. Fürs nächste Mal Inselleben, weil das ist ja genau unser Ding. Inselleben ist cool, Simon. Inselleben ist cool, hol dir das. Oder so, nicht hol dir das. Sag EA, die sollen dir das geben. Sonst kläre ich dir was. An die Uni. Ich muss sagen, als ich das Spiel heute runtergeladen habe, ich habe richtig Bock bekommen. So, jetzt geht's los. Ja, ich hatte auch richtig Bock am Anfang, aber irgendwie. Es gibt etwas, das ich unbedingt haben möchte. Mir ist aber nicht kaufen. Ja, benutzt das. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich finde, also es war cool am Anfang, aber. Es ist auch immer noch cool, wenn man das machen möchte, aber mir gefällt es halt überhaupt nicht, Freunde. Und ich benutze es auch gar nicht. Ihr kennt mich, es ist einfach gar nicht meins. Ich spare, ich tausche etwas anderes ein, ich stehle es. Ich denke, ich stehle es. Simon! Ich weiß nicht, Leute, sollen wir stehlen? Ich stehle es, ja! Ja, also, Simon. Ich würde ja niemals stehlen. Es ist ein Persönlichkeitstest, komm, wir machen mal ehrlich. Ah, ja, dann spare ich halt. Simon! Was ist mir bei der Auswahl des Wohnorts reicht am wichtigsten? Wahrscheinlich, oder? Dass es auf einer Insel ist. Was ist mein liebster Zeitvertreib? Schwimmen! Ist schwimmen, mega Simon, geil. Das ist deins. Ja, das ist absolut deins. Und ich habe nichts vor. Ich bleibe zu Hause. Simon nimmt, ich bleib zu Hause. Ich kenne doch Simon. Park. Ich bleib zu Hause und ruh mich aus. Ich bleib zu Hause und ruh mich aus. Simon, das bist nicht du! Ich bin keine Frau. Hallo? Erstmal bin ich ein Mann. So, die Haarfarbe stimmt schon mal fast. Wir versuchen es jetzt selber herzustellen. Oh Gott, Simon. Simon im Create Sim-Modus. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich. Ja, fühle ich mich. Oh Gott! Der Gott. Okay. Trotteliger Gang. Simon? das bin was ein passiert da? Auch nicht. Müdergang? Nee. Müdergang, da so fühle ich mich jeden Tag, wenn ich zur Uni gehe. Federn. Wenn ich motiviert bin, ja. Ich würde einfach Standard gehen, Simon. Ist das dumm? Okay, Standard, nimm Standard. Stramm. Oh. Oder Stramm. Stramm ist auch okay. Leute, strammer Gang ist okay. Okay, wir fangen mit dem Gesicht an, Leute. Ich tatsächlich habe ich eher so eine Hautfarbe, so eine blasse. Mhm. Ich habe braune Augen. Mhm. Haarfarbe. Ey, Freunde, es bisschen, fühlt sich. Bisschen. Mal ganz kurz, stopp mal. Es fühlt sich so weird an, Sims zu sehen, ohne Mods. Also, das ist kein Custom-Content. Keine, also, Simon, falls du Hilfe, Nachhilfe in Mods brauchst, hit me up. Ich komme auf die Insel und installiere dann ein bisschen. Wahrscheinlich, oder? Ja, aber auch dieses. An der Seite, ich habe ja 4 Reihen, ne? Die 2 Reihen. Das triggert mich auch jedes Mal, wenn wir in L.A. sind und eingeladen sind und uns dann spielen. Es triggert mich jedes Mal, dass da nur 2 Reihen sind und dass da alles fehlt und, oh, Freunde, furchtbar. Qualitätsupdate. Ja, ey, ich ganz. Ich so geil, aber ich will versuchen, mich selber auch ohne. Zu finden. Das ist eher so ja, meine das, Frise. Das ist die alte Frisur, sehr, ne? Das ja. Ist tatsächlich sogar sehr, sehr akkurat. So, wir brauchen eine Mütze. Eine Mütze brauchen wir. Die gibt es nur in 3 Farben. Ah, in Grau. Ja, doch, das geht schon eher. Ja, ich muss mich jetzt aber so anziehen, wie ich den Typ hinkriege. Okay, wenn er eine graue Mütze hat, dann muss ich kurz meine graue Mütze... Okay, Simon, hol eine graue. Dann
Was ein King, besser? Leute, was ein okay. King. Ey, der ist gut vorbereitet. Okay, das ist eine gute Idee. Der ist gut vorbereitet, der Simon. Das heißt, nur wenn ich arbeite, ziehe ich die Brille an. Das ist eine gute Idee, so ist es im echten Leben ja auch. Und dann fangen wir mal ganz, der Simon ganz ist normal. Nackt. Also Körper, naja, so natürlich. Also das weiß ja jeder, dass ich so aussehe. Ja komm, das ist doch, das ist fair enough, ist okay. Leute, fair enough. Und natürlich so, nein, Spaß. Aha, es gibt nicht nur Shirt. Okay, also ich kann auch einen kompletten Pulli einfach direkt nehmen. Okay. Simon! Fett. Leute, seid nicht fies. Es gibt nicht nur Shirt. Ich hätte gerne einfach nur einen schlichten Hoodie. Ich kann den leider gibt's. Nicht pink machen, den Hoodie jetzt, aber man kann auch Galerien machen. Pass auf, ich ziehe jetzt einen schwarzen Hoodie an und ziehe meinen Reispulli an, dann passe ich da besser zu. Moment. Simon ist so gut vorbereitet, Freunde. Oh mein Gott. Weil es ist schon so lang her, wo er das hochgeladen hat. Aber ich dachte, ich reagiere trotzdem noch drauf, Freunde. Bart, das ist schon mal okay. Jetzt kommt die Hose, Jogginghose. Es muss eine Jogginghose sein. Alles andere wäre... Simon, Jogginghose mit Reißverschluss gibt's nicht. Leute, kann ich jetzt schon sagen. Gibt es nicht. Am Start. Glaube ich zumindest. Profispieler. Leute, das ist schon mal, geht schon mal eine sehr gute Richtung. Ja, ist okay. Ach komm, ich mache auf die Alltagskleidung mache ich auch eine Brille jetzt. Weil das muss einfach, das Feeling muss einfach da sein. So. Aus Feeling raus, Simon. Ist einfach mehr da, wenn ich mir einfach eine Brille anziehe, weil ich gerade auch eine Brille trage. So ist mehr. Sieht sehr wild aus. Ich hasse die Sims-Brillen. Okay. Also die sind echt nicht hübsch. Zu den Abendkleidungen. Oh nein, er steckt sich jetzt kaum. Oh, Simon. Der dauert doch 10 Jahre hier. Aus kann man sich dann damit ich weiß, er hat jetzt den grauen Pullover für abends an. Kennt ihr das, wenn ihr ausgeht und einfach einen grauen Pullover anzieht dafür? Einfach wieder eine Jogginghose, weil ohne Jogginghose gehe ich nicht aus dem Haus und dafür einen helleren Pullover und dann ist auch die Sache geritzt. Keine Abendbekleidung, sondern ganz normale Schuhe. Und zwar auch einfach die gleichen Turnschuhe wie tagsüber das ist auch. Okay. Ich habe nicht so viele Paar Schuhe, dass ich mir abends andere Schuhe Simon, anziehen könnte. Simon, King of Styling. Aber von mir kann ich die Mütze auslassen. Das ist eine gute Idee. Die Mütze lasse ich aus, weil wenn man ins Restaurant ist, sieht man seine Mütze ja schon aus. Das ist schon okay. Ja, Beste, so kann man gut schlafen. So, dann... So kannst du gut schlafen, Simon. Was? Boah, ich hasse es, in so vielen Klamotten zu schlafen. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar, meine Freunde. Partybekleidung. Die was? Party. Ausgehbekleidung. Was gibt's da alles für Bekleidungen? Warum sollte... Simon! Sind sogar mit Jahreszeiten, glaube ich, ne? Noch die letzten beiden hinzugekommen. Will ja nicht sagen, ne? Jemand anziehen, eine Partybekleidung, eine Abendbekleidung. Was ist mit den Menschen los? Deswegen ist auch der Kleiderschrank so überfüllt bei allen. Mein Kleiderschrank ist, nicht überfüllt, aber er ist... gut gefüllt, möchte ich sagen, und schön in schwarz-weiß. Aber, Simon, Ausgehkleidung ist nur so schickimicki-Date-mäßig und Partykleidung ist, wenn du mit deinen Freunden richtig einen draufhämmerst. Das ist halt in Sims so. Da können wir nichts dran ändern. Gab's Partykleidung in Sims 3? Ich glaube nicht. Profispieler, Freunde. Profispieler, wow! Oh, was soll ich jetzt anziehen? Oh, ich brauche eine Ausgehbekleidung. Jetzt brauche ich eine Abendbekleidung. Digga, ich habe einen Pullover... Den ziehe ich für alles an. Simon kennt sich aus. Oh, King of Vorspulen. Oh je. YOLO-Lifestyle, man kennt ihn. YOLO-Lifestyle, okay. Freunde. So, ich habe meinen Haushalt gespeichert schon mal. Das ist, das schon ist gut. Schön. Warum nicht vegan? Leute, ich wusste nicht, dass man vegan einstellen kann. Das kann man. Ich habe Spiel ewig nicht mehr gespielt. Nicht. Lol, hier sind noch meine Das kann man doch gar nicht, oder? Man kann sich doch bloß als vegetarisch kennzeichnen. Vegan sollte doch reinkommen mit diesem krassen neuen Pack, wofür man abstimmen konnte. Aber die Leute haben ja lieber dafür abgestimmt, dass man Stricken ins Spiel bringt. Was ein Scheiß, möchte ich da mal sagen. Außerdem ist dieses Haunted Pack viel cooler gewesen, denn da konnte man Geisterjäger werden. Aber ihr seid alle dumm und konntet nicht ordentlich abstimmen. Trash! Alten Sims! Ich habe Julian Bam erstellt. Ich kenne das noch, Freunde. Ich glaube, 1600 Follower. Ich glaube, ich folge Simon sogar auch. Downloads. Das war ganz früh, King. Da habe ich Julian Bam King, und King, King, erstellt. King. Lol, das ist schon richtig lange her. Das ist, dass das Spiel rauskam. Genießer! Oh mein Gott! Simon, Genießer, das ist dein Merkmal. Der Rubrik heißt Genießer? Ja. Oh mein Gott. Das bin ja ich. Ich liebe das, wenn Simon das so entdeckt. Wenn ich Genießer bin, kann ich kein Vielfraß mehr sein. Mhm. Das ist ja mal nicht wahr. Ich bin Simon! Genießer. Die Sache das geht ist, nicht. Ich starte heute erstmal alleine und mache Sabine in eine andere Familie und versuche, die dann zu heiraten, dass wir dann zusammenziehen. Oh, das ist ja romantisch. Romantisch! Sagen, alleine Zimmer erstellen macht schon Bock. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, die Sims erstellen finde ich auch viel cooler als zu spielen. Aber... Ich finde Spielen auch cool, aber ja, ich finde Erstellen noch geiler, wenn man ganz viele Sachen hat und seine Sims richtig geil anziehen kann. Geil, man kann es so ausleben, okay. Leute, wir sind da. Rein in die Freispiele, let's go. Vegan braucht man scheinbar ein extra Add-on, das hole ich mir dann beim nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal das... Vegan gibt es nicht als extra Add-on. Freunde, was erzählt denn ihr da im Chat? Vegan gibt es nicht.
gibt's denn jetzt extra Addons? Es gibt vegetarisch, aber ich weiß auch nicht, kam das, mit was kam es? Mit Großstadtleben? Ah, Freunde, ich hab den ganzen Überblick verloren. Aber Simon sagt einfach, EA, die sollen dir alle scheiß Spiele geben. Und gut ist, ey. Sonst kaufe ich dir alle Spiele. Die Addon. Ich versuche jetzt einmal in die Uni zu kommen, Leute. Das ist mein Plan. Okay, Simon versucht in die Uni zu kommen. Ich wohne irgendwo am Campus, weil ich will ja in die Uni. Das ist ja, das ja du Plan. Musst erstmal registrieren. Uni, deswegen möchte ich jetzt einmal in Sims wegen die Uni. Was ist hier? Ich brauche ein leeres Grundstück. Ah, oh, hier gibt es ganz viele leere Grundstücke, okay? Hm, okay, das ist so in so einer. Ich sag mal jetzt so Innenstadt. Okay, Innenstadt, okay. Das hier ist mehr so. Ah, okay, hier wohnen schon die Reichen, okay. Na komm, dann gehe ich in die Nachbarschaft. Was? In die Nachbars. Was? Simon! Hier, das kostet 2000, das Grundstück. Ist eigentlich ein gutes Grundstück. 2000? Mhm. Kann ich nicht meckern. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Haus bauen? Nee, Simon, bau kein Haus. Simon, bau kein Haus. Leute, ihr müsst entscheiden. Nee. Umfrage. Ich sag mal fast Hälfte, Hälfte, aber die kleine Mehrheit ist fürs Grundstück. Hä? Leute, wir bauen uns was ist das für eine Umfrage? Was ist für eine Umfrage? Grundstück oder Haus? Also will er dann auf einem Grundstück wohnen, wo nichts ist? Okay, das ist auch mein Lifestyle-Person. Wir bauen uns ganz schnell ein Haus. Oh, wir Simon. Haben 18.000... ein Haus bauen mit 18.000... Sim-Dollar oder Sim-Dollar oder wie auch immer. Simoleons spricht man das aus. Aber ist okay. Ist okay. Baumodus. Juristischer Sekretär? Okay. Auf diese schnelle Basis bauen wir jetzt ein richtig schönes, schnelles Haus, Leute. Let's go. Simon, pass auf, am Ende hast du kein Geld mehr, wenn du jetzt so viel baust hier. Aber bin gespannt, wie dieses Haus aussieht, Freunde. Es geht. Nein. Es geht. Also, es ist so. Es ist ich kann auch nicht besser bauen. Das Dach kostet nichts, ne, Leute? Das kostet nichts. Das regt nicht rein, sage ich immer. Das ist eine alte Dachdeckerregelung. Richtig. Boah, die Dächer sind ja ganz schlimm. Okay, gut. Ich dachte, ich könnte es nicht. Aber Simon, wir können es beide nicht. Süße Küche. Sieht ein bisschen aus wie das Zimmer von Miguel Pablo mit der Wand. Aber ich glaube, über den möchte ich persönlich nicht mehr reden, Freunde. Ich muss sagen, es ist ganz okay. Also, es ist eine sehr wilde. Sehr wilde Hausform, aber muss sagen, ich finde es ganz cool. Ich muss sagen, ich finde dafür, dass er das Haus mit so wenig Geld gebaut hat, sieht ganz okay aus für ein Sim. Willst du leben? Aber Simon, du brauchst auch noch Geld für die Uni, ne? Denk dran. Bist du bereit, dein Leben endlich in die Hand zu nehmen und bist du bereit, dein Leben endlich zu leben? Dann los. Los geht's. Ich drücke jetzt auf aus dem Baumodus raus, wenn ich jetzt wüsste, wie es geht. Name des Grundstücks, ah. Ja, Hausi. Das ist auch das Wichtigste. Hausi. Hausi, Hausi. Okay, wo... Simon, da oben! So. Genau, da ist es. Oh mein Gott, es geht los! King. So, erstmal klarkommen. So, erst zum PC gehen. Erstmal zum PC gehen. Das klingt nach dem Simon. Wann ist er eigentlich juristischer Sekretär geworden? Wann ist das passiert? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wo er diesen Sim so ausgewählt hat, oder? Kann gut sein. Das haben wir sehr, sich das... Ein bisschen aus wie eine richtige Studentenbude. Lektion, so fehlt... So einfach ein bisschen... Sims. Hä? Oh mein Gott, mir fällt gerade erst auf. Ich spiele gerade Sims und ich spiele gerade im Spiel nochmal Sims. Oh, und Simon! Wenn in dem Spiel jemand Sims spielen würde, dann wäre es eine endlose Kette. Ja. Oh mein Gott. Manche fragen mich echt, Simon. Oh. Was geht ab in deinem Gehirn? Ich feiere es so sehr. Da steht jemand vor meiner Tür. Richtig. Oh, ganz viele Leute. Jetzt steh mal auf, du musst unbedingt jetzt aufhören am PC rumzuhängen. Simon, gehst du noch in die Uni oder wird das eher nichts mehr? Du musst eine Nachbarschaft machen, du gehst auch wie ein Bauer, Alter, wie ich. Du hast doch einen strammen Gang, gehst nicht wie ein Bauer. Nein, isst den Kuchen auf jeden Fall nicht. Der Kuchen ist das Ekelhafteste, was es gibt. Das ist die Summer, die Geile. Hallo, du hast den Kuchen. Isst diesen Kuchen. Isst den nicht. Der Obstkuchen ist echt disgusting. Die Nachbar hereinbitten, die kannst du hereinbitten. Den nicht, die auch. Simon. Schließ doch die eine da nicht aus. Oh ja, jetzt kommen sie rein. Guck mal, da kommt jemand. Fahrrad an. Ich hab... Oh, der Arme. Oh, die gehen raus. Ich hab leider nur in meiner Küche drei Stühle, deswegen kann ich nicht reinbitten. Ja, 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 ja. Ich hab dich nicht eingeladen. Simon. Junge, ist das dein Ernst? Der Typ isst mein Kuchen. Es ist ja wohl nicht dein, es kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ich habe ihm einfach nicht gebeten. Guck mal, die Summer hinten am PC, er sagt ja nichts, ne? Aber der, wenn er den Kuchen frisst. Tschüss Gott, in meinen Augen. Ist er der Dreiste, aber okay. Ist das nicht der Rapper? Okay, der Simon flirtet mit irgendwelchen Leuten. Murky Quinofa. Ich wusste, Nachbarn machen nur Stress. Jetzt sitzen die hier in meiner Wohnung. Ich muss spülen. Das ist immer so ein Sims. Ich hasse das. Ich hasse es so sehr, dass ich Nachbarn, deshalb lasse ich auch nie Nachbarn rein. Ich sag dann immer, ich bin nicht zu Hause. Und die Nachbarn so, was soll der Scheiß? Und ich so, Freunde, verpisst euch bitte. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Travis Scott, du gehst jetzt bitte. Ja, ich begrüße dich. Und danach musst du ich begrüße gehen. Dich und dann sage ich, jetzt mit verpiss dich. Wenn ich hier Gäste habe. Simon, meld dich für die Uni an. Ich dachte, das ist ein Andi-Uni-Pack. Während ich am PC bin, perfekt. Ja. Perfekt. Wir sind gut in der Nachbarschaft angekommen. Unsere drei Bäume hier sind auch
gut am Wackeln im Wind. Ja, und schön. Das Wohnung ist die Hauptsache in Sims. Wir hatten hier alle Platz zum Chillen zusammen. Dieses kleine Sesselchen am Bücherregal. Ich bin jetzt wieder gut ausgeruht. Jetzt habe ich Hunger. Mhm. Jetzt will ich das Lampe. Simon! Hör mir zu. Das ist keine Lampe für die Küche. Vor allem die neben Müll. Die Einrichtung ist noch ein bisschen wilder, als ich dachte. Aber ich kann damit leben. Ich kann damit leben, Simon. Ich weiß, wie es ist, nicht bauen zu können. Wir können uns da gerne zusammenschließen und einen Club aufmachen mit wir können nicht bauen, aber vielleicht können wir irgendwann mal bauen. Vielleicht bauen wir einfach mal was Schönes. Dann isst mal was. Nein! Oh Gott. Freunde. Hat die Kochfähigkeit erworben. Ja, hat die Kochfähigkeit erworben. Schön. Schön, Lecker. Okay, koch dir was. Feuer! Es brennt, Simon! Oh mein Gott, ich brenne! Simon, lösch dich! Als ob Simon, lösch dich! Was ist das denn? Als ob ich was machst brenne. Du denn? Als ob ich selber brenne. Simon, du musst auf dich... Freunde, was? Wieso verbrennst du Simon? Ich hoffe, er verbrennt nicht. Ich hoffe, er schafft es noch, sich zu löschen. Aber du musst auf dich draufklicken und dann kannst du sagen, sich selbst löschen. Das geht. Wenn keine andere Person da ist, sonst löschen die dich. Aber dann, wenn man alleine ist, ist man halt ein Opfer. So wie ich gerade zu Hause. Geh weg vom Ofen. Ja, er brennt immer noch, Freunde. Simon, du brennst. Lösch dich. Oh mein Gott. Anstatt du kannst mich anklicken zur Dusche gehen. Ich glaube, das geht. Die Feuerwehr. Wo ist die Feuerwehr? Es gibt keine Feuerwehr mehr in Sims. Die haben alles rausgenommen, was gut war. Feuerwehr, Polizei, Diebe. Alles weg. Alles weg, Mann. Es gibt nur noch Kidnapper mit einem Mod, aber die rauben dich aus und bringen dich fast um. Feuerwehr. Simon stirbt gerade, Freunde. Der Sim stirbt gerade, weil er sich nicht selbst gelöscht hat. Richtiger King-Move, Simon, Alter. Wollte ist jetzt schon tot. Was ist denn da passiert? Ich dachte... Oh mein Gott. Ich habe nur einmal was gekocht. Dieser Ofen ist der größte Scheiß. Ich bin tot. Simon, schieb's nicht auf den Ofen, ne? Ich habe nur einmal was gekocht. In meinem ganzen Leben. Meine Nachbarn mochten mich. Ja. Meine Nachbarn mochten mich. Ich bin gut angekommen bei den Leuten. Ich habe mir ein ganzes Haus gebaut. Ich habe mir Müll gegeben. Außer beim Dach. Okay, gut, das Dach, es ist nicht schön. Ja. Muss das hochklappen. Gut, das Dach ist nicht schön. Oh Gott, das Dach ist eh nicht so schön. Aber ansonsten. Ist okay. Das kann ich. Bin tot. Cool. Game over. Ja, moin. Was? Ja, moin. Das muss man auch erstmal schaffen. Sich umzubringen. Ja. Simon so, ciao. Ich habe mich in Sims umgebracht, dann muss ich mich jetzt auch in Real Life umbringen. Wenn du schon die gleichen Klamotten an hast. Ich wollte in die Uni. Ja, ich Simon, hat nicht geklappt, ne? Ich wollte... Ach, es ist Freitag der 13. Ist heute wirklich Freitag der 13. Oh. Es ist einfach Freitag der 13. deswegen. Freitag 13, meine Freunde. Wisst ihr, was da mir auch passiert ist? Ich war in Düsseldorf, weil ich zu einer besagten Künstlerin gegangen bin, die gestern Abend im ZDF lief. Und, oh, darf ich das sagen, ZDF? Ja, doch, ich darf alles sagen, Freunde. Und ich wollte in dieses fucking Hotel rein, nimm so den Schlüssel, steck so rein, schließ so. Auf einmal steckt der Schlüssel fest und geht nicht mehr raus. Und ich so, hallo, Hilfe? Kam so ein Anwohner und er so, ja, ich habe schon öfter gehört, dass das Schloss klemmt und so, aber noch nie, dass da ein Schlüssel feststeckt. Und dann komme ich am nächsten Tag da runter, fehlt das ganze Schloss. Das ganze Schloss rausgenommen, war ich so beim Typen, um meinen Schlüssel wieder abzugeben. Und dann sagt er so, ja, Schloss ist kaputt, musst mal neues bestellen. Aber naja, passiert. Und ich so, Freitag der 13. hat mich da auf jeden Fall gehittet. Aber naja, am Freitag der 13. habe ich auch die Helene Fischer berührt, Freunde. Der Simon jetzt so, what the fuck? Ich bin gerade so enttäuscht von meiner Leistung. Ich auch. Ich habe gedacht, ich werde befördert. Ich gehe in die Uni. Ich werde heftig. Und dann habe ich einmal was gekocht und bin tot. In das hier ziehen wir ein. Ja. Für 18.000. Okay. Haben wir nichts mehr. Unser eigenes Haus ist kläglich gescheitert. Ich hätte trotzdem noch in dein Haus einziehen können, aber ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Okay, jetzt sind wir am Campusgelände und wir haben ein möbliertes Haus. Ich will einfach nur in die Uni gehen. Ja, es dann ist ein Haus das. Ohne PC? Ja, ist das es. Ist ja wohl ich hasse das auch. Und es kostet 18.000, das ist in meinen Augen Wucher. Ja. Unser einziges Lebensziel ist jetzt nur noch... An die Uni. Simon, er hat sich für die Uni eingeschrieben. Bin stolz auf ihn. Und in den nächsten Tagen Post bekommen. Uni-Zulassungsbescheid! Simon! Entscheide dich bitte für die richtige Uni. Entscheide dich für die richtige Uni. Drin.
Wir sind okay, drin, ich bin gespannt. Leute. Wie lange geht's Video noch? Zwei Minuten. Wir sind zwei Minuten an der Uni. Ich hab gedacht, die lehnen uns ab. Ah, hier kann man Biologie, Computerwissenschaften ab. Studieren und hier kann man so Kunstsachen studieren. Okay. Dann gehe ich auf jeden Fall in die hier, weil ich will ja Computerwissenschaften studieren. Ah, ja. Freelance-Programmierer, Orakel, Startup-Unternehmer. Ja, alles geil. Ah, okay, ich kann mehrere Pflichtkurse wählen. Mhm. Basisalgorithmus der Computerwissenschaften, Sicherheit abriegeln der Tür. Künstliche Intelligenz verstehen. Dann machen wir erstmal. Machen wir zwei Kursen. Denn vier sind so fucking stressig, Mo. Kursen an. Okay, wie viel Geld habe ich jetzt? Ja, oh mein Gott, er hat's geschafft. Ich bin da reich. Okay. Ich habe das Haus nur gebraucht, um mich bei der Uni anzumelden. Perfekt. King. Oh mein Gott, ich bin jetzt in dem Uni-Ding. Da wollte ich hin. Ja, er hat's endlich geschafft. Nach 15 Minuten hat Simon geschafft. Heute. Dann Simon, die Uni um 2 Uhr nachts. 10:20 Uhr. Passiert gar nichts. Weil man ja in ein leeres Loch geht, was ich immer noch sehr schade finde. Aber naja, viele haben gesagt, es ist besser so. Und ich denke mir so, ich fände es cooler, wenn ich dabei wäre. So, zur Uni. So. Um 13 Uhr. Das ist auch Hausaufgaben, Simon, ne? Die musst du auch machen. Ich habe noch ein bisschen Zeit zu schlafen. Ich schlafe jetzt bis 12. Okay, stopp! Okay, stopp! Ich muss schnell was essen. Typischer Student, Alter. Bah! Jetzt ich hasse diese Mitbewohner. Ja, sehr gut. Ich hasse die Mitbewohner. Du hast genug gegessen? Du gehst jetzt zur Uni, direkt zur Uni. Simon. Sehr gut. Und ich fühle mich okay. Das ist schon mal gut. Gut voraussetzen, weil du kannst nur natürlich auch gute Leistungen. Kannst auch glücklich sein, ne? Wie fühle ich mich denn allgemein? Ja, ein bisschen Hunger, aber ansonsten alles gut. Ja, also ich merke schon, in der Uni gibt es nicht genug zu essen. Das ist schon mal schon gefährlich. Simon. Kauf dir einfach, entweder kaufst du dort was oder kauf dir einen Mini-Kühlschrank und eine Mikrowelle. Dann kannst du geiles Essen machen, dann kannst du nämlich so Mikrowellen-Pizza machen und so einen ganzen Bums. Also sehr ungesund, alias wie wir Studierende, ich möchte natürlich politisch korrekt bleiben, leben. Okay, wir haben unseren ersten Kurs gemacht, Leute, uns geht's wieder sehr, sehr gut. Wie war der erste Kurs? Gibt's da irgendwas? Simon hat den Kurs besucht, war aber nicht ausreichend vorbereitet. Und ja. Hätte mehr vom Unterricht profitieren können. Er muss das Defizit jetzt eigenständig ausgleichen. Oh nein. So, Leute. So läuft es in der Uni. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, Simon, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, dass du gestorben bist. Wieder in die Sims reinzuschnuppern nach langer Zeit. Freunde, Simon, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich helfe dir gerne. Ich fand's sehr toll, das Video, dass du Sims gespielt hast. Ich werde auch wieder die Tage an die Uni spielen und ich bin absolut ready dafür. Ich möchte nicht durchfallen. Ich bin einmal durchgefallen, aber das war im Sims Camp in... Wo war das? In San Francisco? In San Francisco war das. Da bin ich durchgefallen, hatte überall nur eine 666 und ich so... Upsi! Naja, Freunde. Wenn ihr Bock habt, dass ich öfter auf so YouTuber reagiere, die Sims spielen, also es gibt ja auch andere Leute, die schon Sims gespielt haben, wie Sunny Loops für EA haben die schon gespielt, ich weiß nicht, wer noch gespielt hat, Bonnie Trash und so ganz andere Leute, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Auf den Unge reagiere ich am liebsten, aber Freunde, wenn ihr Bock habt auf andere Sachen, dann lasst mich es gerne wissen. Ich würde sagen, das war's jetzt vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es mir gerne mit der positiven Bewertung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao, ciao. Ciao.